Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur: Reckoning. Eigentlich will ich immer die Einleitung anders sagen und dann sage ich sie doch wieder so. Es ist, sobald ich in dieses Spiel komme, leier ich das irgendwie ab. Wer kommt denn hier mich besuchen? Ein Giftspucker. Okay, die machen wir auch nochmal eben platt. Ja, ich sag gleich, warum wir überhaupt hier sind. Haben wir gleich. So. Und zwar wollen wir hier in diese Höhle hineingehen und ich bin wieder hier bei diesem, naja, Totenbaum, Leichenbaum, wie auch immer wir ihn nennen wollen, in dieser eigentlich nicht schönen Gegend. Ich bin hier nicht gerne, aber es gibt hier noch was zu tun und zwar Erntezeit. Mit Scharfrichter sollen wir uns treffen. Ich habe mich in der Grube mit einem Winterfeind duelliert, der Scharfrichter genannt wird. Leider ist er geflohen, bevor ich ihn töten konnte. Er hat mich allerdings aufgefordert, in seiner Arena in Tinehill erneut gegen ihn anzutreten. Bettili Jons, eine Kundschafterin der Alpha, hat mich gebeten, dem Ruf des Scharfrichters zu folgen, ihn zu töten, da er ihr Lager terrorisiert. Ich erinnere mich noch so ein bisschen daran, bevor wir jetzt so hauptquestmäßig weitergemacht haben. Davor hatten wir irgendwie ein Problem mit dem Typen und dann ist er hier weggelaufen. Dann habe ich gesagt, wir kümmern uns darum, wenn wir mit allem fertig sind. Das ist jetzt soweit. Jetzt sind wir mit allem durch. Jetzt kümmern wir uns um den Scharfrichter. Machen den platt. So wie alles jetzt. Ich habe auf euch gewartet, Sterbliche. Vorfreude entspricht eigentlich gar nicht meiner Art. Und dennoch stehe ich hier und habe dieses Gefühl. Ich bin gerade erst auf dieser Ebene erwacht. Und schon stoße ich auf Veränderung, auf ungezügeltes Chaos. Wer sind diese Tuata? Was ist mit unserer Grube geschehen? Das Reich des Winters wurde vom Krieg zerstört. Die Magie meines Volkes wird schwächer. Und in meinem Heimatland treiben sich Sterbliche herum. Diese Posse muss ich beenden. Und damit auch einen Sterblichen nach dem anderen. Eigentlich merkt man daran immer, dass die Leute noch nicht mitbekommen haben, was sich geändert hat. Aber okay, genug gewartet. Zeit zu sterben. Wovon redet ihr da? Alle Dinge haben eine Ordnung. Sommer und Winter, Wachstum und Fäulnis. So war es, als ich zuletzt über dieses Land wandelte. Was während meines Schlafes geschehen ist, stellt eine Beleidigung der Natur dar. Die Feinde im Niedergang, während ihr Sterblichen offen Krieg gegen sie führt? Unmöglich! Der Hof des Winters ist vernichtet. Wenn diesen Tuata nichts an der natürlichen Ordnung liegt, werde ich sie wiederherstellen. Geht tiefer hinein und werdet in Tinehill Zeugin des Winters. Und weg war er. Okay. Dann gehen wir mal tiefer hinein. Also uns kann ja eigentlich nichts mehr im Moment schocken. Was uns auch immer hier erwarten wird, das, ja, räumen wir aus dem Weg. Noch jemand? Die kleinen Boggarts. Ja, ja. Das war mal so. So, wir sollen hier runter springen. Hui! Ach, das ist immer so cool, das Runterspringen. Es geht immer so schön schnell dann. Und wo geht's hier jetzt lang? Oh, Sackgasse? Hier lang? Wo muss ich denn jetzt lang schwimmen? Da habe ich jetzt gar keine Lust zu. Also, das Schwimmen finde ich ganz cool eigentlich, aber den Umweg jetzt, was haben wir hier? Nö. Ich glaube, wir waren hier auch schon mal bestimmt. Vielleicht geht es ja auch hier weiter. Wen haben wir hier? Guck mal, ganz viele Boggarts. Das waren einmal ganz viele Boggarts. Was haben wir denn hier noch Schönes? Es gibt ja auch noch so viele
Verstecke, die es überall zu finden gibt, aber man findet halt jetzt nicht mehr so die großartigen Sachen, glaube ich. Wobei ich mich frage, wie soll man eigentlich diese ganzen Set-Teile zusammenfinden? Also ich habe jetzt so viel Set-Teile, aber nie habe ich eins richtig vollständig gekriegt. Ich weiß nicht, wie viel Glück man da haben muss. Aber das finde ich ein bisschen blöd. Ach ja, und ich habe mir eine Krankheit zuletzt eingefangen, wie man vielleicht sehen kann, als ich offline gespielt habe. Ja, ich habe mich wieder in einer Bandruhe versucht und es ist wieder mal schief gegangen. Ja, ja. Oh, guck mal hier. Wir nehmen mal alles mit. Das wird natürlich alles nicht besser sein, als wir haben, aber mal gucken. Vielleicht haben wir Glück. Wenn ich jetzt hier wieder runtergehe, bin ich doch wieder in der Sackgasse. Wie komme ich denn mal aus der Sackgasse raus? Vielleicht doch eher auf dem Landweg hier bleiben. Und nach rechts mal gehen. Schon wieder eine Bandruhe. Oh, aber leicht. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Ich bin jetzt eh schon... Ja, wunderbar. Wieder so ein Fruchtschuppenpanzer. So nenne ich den jetzt immer. Es war Furchtschuppen, aber egal. So, ich glaube, hier geht's lang, obwohl ich jetzt hier schon war. Dann kann ich doch nur da lang. Hä? Dann gehen wir wieder durchs Wasser. Und diesmal nach rechts. Guck mal da, das sieht doch gut aus. Jawohl. Jetzt muss nur der Weg davon auch weiter dann gehen. Ja, geht da aber, sieht man schon. Juhu! Ich bin ein Fallensteller. Und wir haben einen Stufenaufstieg. Das wird ja auch endlich mal Zeit. Ich warte schon die ganze Zeit da drauf. Ja, mit unseren Fallen haben wir es hier echt gut gemacht. Immer diese Geräusche. Ja, dann kümmern wir uns doch mal um unsere Stufe. Ich meine, es ist ja schön, dass wir überhaupt noch Stufenaufstieg haben. Aber es wird jetzt ab jetzt auch ein bisschen wahrscheinlich dauern. Und ich muss in der Schmiedekunst eigentlich noch wieder besser werden. Eigentlich muss ich in der Schmiedekunst besser werden, aber Alchemie wäre auch schön. Und diese Verstohlenheitsgeschichte ist mir eigentlich auch wichtig. Ich weiß gerade nicht, was ich am besten mache. Ich mache mal Verstohlenheit. Weil dann leveln wir noch ein bisschen schneller vielleicht ab, weil dann kriege ich gute Erfahrungspunkte und so. Wenn wir von hinten uns immer anschleichen irgendwo. Und natürlich möchte ich immer noch mehr Macht haben, weil es total doof ist, weiterhin die Rüstung nie anziehen zu können. Also brauche ich mehr Macht. So. Adrenalin, robuste Konstruktion, das ist immer gut. Natürlich setze ich hier auch wieder noch einen rein. Gambit. Und das machen wir jetzt mal auf höchster Stufe. Dann haben wir das erreicht sozusagen. Und dann setze ich hier auch noch bei Macht weiterhin was rein. Kann ja nicht schaden. So. Aber es dauert halt so lange hier, ne? Bis man da oben endlich mal hinkommt. Warte mal, wenn ich den aber zurücksetze. Weil ich möchte eigentlich hier nach oben mehr wachsen. Ich möchte einfach insgesamt mehr Macht haben. Das stört mich einfach. Das stört mich. Es ist doch doofi. Total doofi. Exekution. Du agierst chirurgischer Pritz und fügst blutenden Gegnern höheren Schaden zu. Ist ja auch gut, ne? Ach, machen wir mal hier einen größer. Unser Gambit ist ja schon sehr gut. Entscheide ich mich mal eben um. Ja, und hier weiß ich nicht, ob das was bringt. Wenn ich hier einen reinsetze, ob ich dann hier oben in der Leiste trotzdem auch besser werde langsam. Adrenalinwoge. Machen wir mal Beben. Noch einen zweiten rein. Bringt zwar gerade nicht viel, aber Macht bin ich jetzt bei 14. Aha. Und wenn ich den hier wegnehme, ist es dann
Bin ich auch bei 14. Also egal, was ich mache. Okay, dann kann ich den ja auch bei robuste Konstruktion reinsetzen. Da haben wir wenigstens was von. Ja, da haben wir wenigstens mehr von. So, wir bleiben bei Assassine, würde ich sagen. Das lief ja bisher ganz gut. Und den Rest, den mache ich dann alleine. So, wir wollen weiterkommen. Keine Zeit verlieren. Wir wollen das Spiel beenden, aber wir wollen es auch richtig beenden. Mit allem Drum und Dran, was dazugehört. Vielleicht nicht mehr allen Quests. Also nicht jetzt mehr allen Aufgabenquests, aber so den Nebenquests, die dazu gehört hätten noch, bevor man den Hauptquest löst. So, da bist du ja. Und so trefft ihr denn ein. Dass ihr es unversehrt bis in diese Kammer geschafft habt, gibt mir nur einen weiteren Grund, euch töten zu müssen. Doch gar nichts los hier. Oder vielleicht töte ich euch gar nicht sofort. Die Stärksten halte ich knapp am Leben, um mit ihrer Energie diesen Ort zu betreiben, um die Dinge wieder ins Gleichgewicht zu bringen. War doch gar nichts los hier in der Höhle. Waren doch kaum Gegner. Wovon redet ihr da? Das ist der Lauf der Dinge. Ja, ich versuch's mal. Oh. Oh doch, oh doch. Ich werde euch zu Boden schleudern und die Erde wird eure Kraft aufnehmen. Und dieses Land und sein Volk werden wieder erstarken. Mhm. Ja. Mit so ein paar Schüssen einfach mal, so als wäre das so voll der, ja, Pimp halt. Okay, immer her mit dem Zeug. Dietriche haben wir auch nicht mehr. Dietriche sind immer gut. Das war's, ne? Wir gehen jetzt zu Beteli zurück. Das ist, ja, sich ja voll gelohnt hier, ey. Was ist hier oben? Okay. Ist da noch mehr an Schätzen oder so? Irgendwas Cooles? Will ja nichts übersehen. Hm. Nix. Langweilig. Na gut. Dann wollen wir mal zurücklaufen. Da noch ein Bannkugelding. Eine Zauberbannkugel. Schwer. Ja, ich bin eh verflucht. Ui. Wow. Alexis hat mal wieder Glück oder Geschick bewiesen. Was ja in letzter Zeit nicht immer vorkommt. Ach ja. Immer so eine Glückssache eigentlich. So, wir paddeln und schwimmen und tauchen wieder zurück. Nein, tauchen ja eigentlich nicht. Das sieht schon cool aus. Also, ich glaube, ich werde das schon ein bisschen vermissen hier. Das Spiel. Man hat sich echt dran gewöhnt. Also, das habe ich nie gesagt, aber ich habe mich echt an den Alltag mit Kingdoms of Amalur gewöhnt. An den ganzen Flair, an alles. Man kennt den Charakter jetzt endlich einfach gut. Man kennt die Rüstung, man weiß, wie man kämpft. Man könnte jetzt noch ewig so weiterspielen eigentlich. Schade, dass es mit dem Hauptquest so schnell doch vorbeiging. Hätte mir da, wie gesagt, mehr erhofft, aber bin auch stolz, dass wir es geschafft haben. So, wo sollen wir denn jetzt wieder hin? Geh mal hier hin. Müsste eigentlich in der Nähe sein. Ging ja jetzt schnell mit ihm. Ja, ich meine, klar, wir sind ja jetzt auch mega stark. Natürlich geht das jetzt schnell mit diesen ganzen Nebengegnern. Aber das... Entschuldigung, deswegen will ich das halt noch erledigt haben. Dann ist es also vorbei. Der Scharfrichter wird unser Lager nicht länger heimsuchen. Ich hasse diesen Ort. Er hat eine Seele zu der Überzeugung gebracht, es bedeutet Gerechtigkeit, uns zu töten. Und was er mit den Gefangenen gemacht hat. Aber jetzt ist es vorbei. Wir können euch nicht viel anbieten. Oder besser, nicht viel erübrigen. Aber bitte nehmt an, was wir euch als Belohnung geben können. Habt vielen Dank, Fremde. Ja, das ist doch cool. Wir waren nicht besonders viele. Aber wir wurden vom Führungsstab der Alpha hierher entsandt. Angeblich, um sicherzustellen, dass die Tuata hier draußen keine Stellungen haben. Aber der eigentliche Grund war ein anderer. Wir sollten eine Möglichkeit finden, den Leichnamen unserer Männer ein angemessenes Begräbnis zuteilwerden zu lassen. Ich schätze, ich bin die Einzige, die hier draußen noch einen Rang bekleidet. Mein Bruder Gilman hatte uns geführt, aber... Okay. Auf Wiedersehen. Dann haben wir das ja hier auch geschafft. Ich glaube, das war dann alles, oder was ist mit ihm hier?
Es ist schön, euch zu sehen. Krieger der Glow, was ist mit dir? Ihr seid zurückgekehrt. Konntet ihr einige Ohrringe von den Leichnamen unserer Gefallenen bergen? Ihre Zahl muss erfasst werden. Nee. Wir müssten dann nochmal los und ein paar Ohrringe finden. Sollen wir das jetzt noch nebenbei hier machen? Seid erneut gegrüßt. Ich weiß nicht, wie viele will er denn haben? Guck mal, hier haben wir nur noch Knochen. Ja, du bist sauer bestimmt jetzt. Schön. Ich nehme die Münzen, den Rest lasse ich liegen. Ich suche eher nach ekligen Leichen, die ja überall eigentlich verstreut sind. Jetzt müssen wir nur ein paar hier. So ein Alpha-Ohrring, da hätten wir noch mal ein paar. Also überall, wo die Typen rumliegen, kann man jetzt diese Ohrringe einsammeln, was, ja. Ja. Dann haben wir den auch. Da hinten liegt noch einer. Weiß halt nicht, wie viele er jetzt will, aber das lässt sich ja hier gerade schnell erledigen. Von daher. So. Will er alle haben? Also ich habe keine Lust, alle irgendwie. Vielleicht muss man aber auch, weil er meinte ja, es geht um die. Um die Zahl, die man ermessen kann. Hier ist noch einer. Auch. Was sind so viele? Es ist so unangenehm hier. Ich mag hier echt nicht gerne sein. Hatte ich den hier in der Ecke schon? Nee. Okay. Ja. Ich glaube, die hatte ich jetzt alle schon, ne? Ja, da war ich auch. Oh. Mädel, du willst dich echt mit mir anlegen? Ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber musst du ja wissen. Ich hab dich gewarnt. So, können wir jetzt zurückgehen? Geh mal zurück jetzt, da oben, ne? Ja. Ach so. So, mal gucken, ob ihm die Ohrringe reichen. Seid erneut gegrüßt. Hätte er auch mal selber machen können, ne? Er ist ja hier um die Ecke. Ihr seid zurückgekehrt.
hier. Konntet ihr ein... Nun gut. Lasst mich euch für eure Hilfe bezahlen. Falls ihr die Zeit findet, nach weiteren zu suchen, ist mir eure Hilfe stets willkommen. Mitaru dankt euch. So. Also für jedes Ohrringpaar oder was kriege ich so viel Kohle? Das ist echt nicht wenig. Boah. Boah, krass. Warum sucht er die nicht selber? Hallo? 972 Gold für die Ohrringe, die ich da gefunden habe. Mein lieber Schwan. Also ich hatte 14 Paar gefunden. Krass. Okay. Mögen die Götter. Ja, so kann man auch Geld machen, würde ich mal sagen. Kann man sich ja mal merken, falls man Geld braucht, ne? Paar Ohrringe suchen. Fertig. Als nächstes könnten wir... Das mit den Truhen würde ich machen, wenn ich wüsste, wo sie sind. Da muss ich mich tatsächlich offline nochmal schlau machen, weil ich nicht weiß, wo die Truhen sind. Weil wenn man das hier einschaltet, dann sieht man das nicht auf der Karte. Also ich habe keine Ahnung, wo diese Truhen sind, die man finden soll. Wir hatten da irgendwann, das ist schon sehr lange her, damit angefangen. Ich werde jetzt aber mal nebenbei an einen Ort gehen, den ich auch nebenbei gefunden hatte. Wo war denn das? Das war irgend so ein Lager. Neumondlager. Und da gab es, war das das hier, das Ariad-Lager? Es könnte sein, aber ich kann mich auch jetzt täuschen. Es war ein Lager, in dem es Nebenquests gibt. Und da waren wir noch nicht. War das hier? War das hier bei euch? Ich laufe mal ein bisschen hier hin. Waren wir hier schon? Also ich meine, ja, wir waren hier schon. Das sieht auch so aus, ja, ich weiß, da waren wir schon. Nee, dann war das woanders. Ich werde das Lager mal suchen. Das ist irgend so ein Ort. Kann auch noch hier gewesen sein. Odis Lager könnte es auch sein. Ancillas Lager, das könnte es auch sein. Ja, ich guck mal jetzt, ein bisschen Zeit ist ja noch da, dass ich das suche, weil ich habe mir das extra nicht groß angeguckt, ist so nebenbei beim Laufen bemerkt, gesehen, dass da Nebenquests sind. Oh nee, das kennen wir ja auch schon. Aber hier sind auch noch, doch, hier sind ja auf jeden Fall Typen, denen wir helfen können. Hier Hauptmann an Zellers Lager, super. Okay, schön. Also hier gibt es auf jeden Fall gerade noch was zu tun. Ich weiß gerade nicht, ob es das ist, was ich meinte. Aber es gibt noch mehr dieser Orte von so Lagern und Orten, wo wir noch nicht waren. Wie auch so ein kleines Dorf und so. Und die möchte ich mir auch noch mal ein bisschen genauer anschauen. Wäre ja schade drum. Also finde ich, hoffe, es ist für euch auch noch irgendwie halbwegs interessant, da beizubleiben jetzt, auch wenn der Hauptquest schon vorbei ist, weil es einfach mit zur Welt gehört. Und es gibt hier und da echt noch ein bisschen was zu tun. Und das werde ich weitermachen. Also, würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.